Kennst du das auch? Du brauchst für eine Präsentation eine Deutschlandkarte oder auf der Website soll ein Marker gesetzt werden, wo sich dein Einzugsgebiet oder dein Wirkungskreis befindet. Oder in einer Broschüre möchtest du ganz einfach abbilden, welche Bundesländer Standorte deines Unternehmens enthält. Wir haben für dich ein Paket mit einer Deutschlandkarte zusammen mit den Bundesländern und auch den Autobahnen zusammengestellt, welches du für dich und deine Zwecke nutzen kannst. Und das Beste ist, du erhältst die Dateien in unendlich skalierbarer Vektorqualität, sodass du diese perfekt für deine Zwecke nutzen kannst. Wir selbst nutzen nämlich diese Kartenvorlagen auch für uns. Wenn ich jetzt einfach mal unsere Agenturseite öffne, hier unter den Kompetenzen findest du unsere verschiedenen Leistungen und Kompetenzen. Und ich habe jetzt mal die 3D-Visualisierungsseite aufgemacht mit unseren Kompetenzen. Das sind 3D-Visualisierungen, die wir hauptsächlich fürs Immobilienmarketing für verschiedene Immobilienentwickler gemacht haben. Und ganz unten auf der Seite findest du immer eine Karte von Mecklenburg-Vorpommern mit den Autobahnen, wo drin steht ihre 3D-Agentur in MV für Mecklenburg, Schwerin, Rostock und Neubrandenburg. Also ein paar SEO-Texte sind drin, aber das ist die Karte genau aus diesem Bundle. Für ein weiteres Immobilienprojekt, das gerade in Entstehung ist, bei dem es um ein neues Baugebiet hier in Wahren-Müritz geht, haben wir auch unsere Karten eingesetzt. Und wenn ich noch einmal vergleiche, dann sehe ich, das ist doch diese Karte. Nur wir haben die Autobahn etwas eingefärbt, das ist die Grundfarbe unseres Kunden. Die Projektwebsite kann ich leider noch nicht zeigen, die ist gerade in der Entwicklung. Aber hier sieht man auch die Deutschlandkarte links und die Mecklenburgkarte rechts. Und genau das beinhaltet unser Bundle. Wenn du dieses heruntergeladen hast, findest du insgesamt 4 Ordner. Im Ordner 1 findest du das Set mit den Bundesländern und mit der Deutschlandkarte, sowohl als PNG als auch fertig für Photoshop und auch im Vektorformat, das du beispielsweise für Illustrator einsetzen kannst oder auch für Affinity Designer. Und im zweiten Paket findest du eine Deutschlandkarte mit sehr hellgrauen Bundesländern und der Deutschlandkarte zusammen. Und wenn ich mir das Ganze anschaue, dann siehst du hier die einzelnen Fragmente, die du nutzen kannst für deine Bearbeitung. Und im dritten Paket, das öffne ich jetzt auch noch, da siehst du dann auch die Deutschlandkarte zusammen mit allen Autobahnen. Und so kannst du diese ganz einfach einsetzen. Wenn ich jetzt einmal die Photoshop-Dateien dazu öffne, nehmen wir mal die dritte Datei, weil die enthält im Grunde die meisten Informationen für die leichte Anpassung, die ich dir jetzt hier einmal zeigen möchte. Dann siehst du hier im Ebenenbedienfeld mehrere Möglichkeiten der Bearbeitung. Das heißt, ich habe hier Deutschland und Autobahn, das sind nur reine Textebenen. Okay, ich könnte im Grunde schon diese Grafik so lassen, die gefällt mir auch schon sehr gut. Ich habe links einmal Deutschland, rechts einmal Deutschland und den Hintergrund. Und was haben wir gemacht für diese Grafik hier? Wir haben uns die linke Ansicht genommen. Ich gehe nochmal rein hier, haben das Icon entfernt, haben die Texte entfernt, haben die Autobahn entfernt. Und jetzt haben wir schon diese Grafik und die könnte ich mir im Grunde in ein neues Dokument reinziehen. Das Einzige, was ich jetzt hier noch machen muss, ist, dass ich hier die Sättigung runterfahre. Nur auf dieser Ebene beschränkt. So ungefähr war das, glaube ich, ne? Wenn ich das mal vergleiche, so eine Art. Und so haben wir uns genau diese Deutschlandkarte für diese Grafik genommen, um diese da hineinzufügen. Und mit der rechten Seite, wie haben wir Mecklenburg so rausgeholt? Das möchte ich jetzt auch einmal kurz zeigen. Da sind wir hineingegangen in die rechte Seite. Gib mir Deutschland. Okay, und hier sehe ich schon die ganzen Bundesländer. Ich kann einfach mal die Bundesländer, die ich nicht brauche, ausblenden. Okay, die brauche ich alle nicht, die brauche ich alle nicht, die brauche ich alle nicht. Ich zoome mal etwas weiter rein. Und jetzt kann ich einfach hier nochmal hineingehen, bei den Autobahnen eine Ebenenmaske hinzufügen. Und ich sage mir, die Autobahnen, die ich nicht brauche, die blende ich einfach mal hier über die Ebenenmaske aus. Und ich kann mir dann auch dieses Designbestandteil nehmen und in meine Grafik einfügen, so dass ich diese sehr schön weiterverwerten kann, sei es in einer PowerPoint-Präsentation, sei es auf einer Website, wie das in diesem Fall erfolgen wird, oder in einer Broschüre, ein Flyer, ein Wallup oder wo auch immer du
du diese Karten brauchst. Du kannst diese spielen einfach für dich anpassen. Jetzt zeige ich dir noch, wie wir die Autobahnen auch eingefärbt haben. Das ist nämlich auch spielen einfach gemacht. Und zwar haben wir hier auch eine Farbton-Sättigungsebene genommen. Und jetzt kannst du ganz einfach sagen, du möchtest die Gelb- und Rotbereiche einmal färben und du siehst, was passiert. So einfach ist es schon. Wenn ich jetzt noch einmal das Ganze vergleiche, dann sehe ich, hier habe ich noch einen Marker mit unserer Position, wo wir sitzen. Wenn du jetzt noch einmal zurückgehst, dann hatten wir hier noch einen Bonusordner. Und genau in diesem Bonusordner findest du diese Marker. Also die haben wir dir auch noch beigepackt. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude bei der Anpassung unserer Deutschlandkarte für deine eigenen Zwecke.